Das erste Saisonspiel des ersten VfL Potsdam wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Was für ein Saisonstart in der dritten Handball-Bundesliga. Die Männer des ersten VfL Potsdam trennen sich nach einem furiosen Spiel mit einem 26:26 Unentschieden von Eintracht Hildesheim. Ein Ergebnis, das bei den Potsdamern, die einen Großteil des Spiels kontrollierten, jedoch einen bitteren Beigeschmack hinterlässt. Im Vorhinein wäre es gut gewesen, hätte man unterschreiben können, aber mit dem Spielverlauf und auch mit der Truppe, mit der Hildesheim angereist ist und wie wir uns heute präsentiert haben, müssen wir das Ding wirklich gewinnen. Unglücklich, weil wir eigentlich wirklich ein gutes Spiel gemacht haben, wirklich in der ersten Halbzeit, zweiter Halbzeit auch noch viel umgesetzt haben, was wir umsetzen wollten. Dass es gegen die Hildesheimer Vizemeister der letzten Saison nicht leicht werden würde, war von Anfang an klar. Die Potsdamer aber waren heiß. Der Siegeswille war da und das zeigten sie auch direkt auf der Platte. Eine starke Verteidigung und ein schnelles Umschaltspiel ließen die Gastgeber trotz früher Unterzahl mit 2:0 in Führung. Die Eintracht legte im Anschluss jedoch einen kleinen Zwischenspurt hin und ging ihrerseits mit 4:3 in Führung. Dies sollte aber das letzte Mal sein, dass die Gäste die Nase vorn hatten. Von hier an bestimmten die Potsdamer die erste Hälfte und gingen mit einer verdienten 12:9 Führung in die Halbzeitpause. Wir haben eine super Abwehr gestellt, 9 Gegentore und Hildesheim, glaube ich, weiß selber nicht, wie sie diese 9 Tore geworfen haben. Also genial. Im zweiten Durchgang nahm das Spiel dann richtig an Fahrt auf, die Potsdamer. Aber weiterhin überlegen, bis zur 45. Minute konnte das Team von Trainer Daniel Deutsch die Führung sogar auf 5 Tore ausbauen und war damit auf dem besten Weg zum ersten Sieg der Saison. Doch dann brach die Schlussviertelstunde an. Die Schlussviertelstunde der Gäste. Tor für Tor holten die Hildesheimer auf, ohne dass die Hausherren zum erfolgreichen Abschluss kamen. Die Potsdamer spielten sich zwar weiterhin gute Wurfmöglichkeiten heraus, scheiterten aber immer wieder am überragenden Schlussmann der Hildesheimer, Jakob Lefer. 6 Minuten vor dem Ende, dann der Ausgleich. 23:23. Von hier an war das Spiel ein echter Krimi. Angefeuert von den Fans schafften es die Potsdamer dann kurz vor Schluss noch einmal mit 26:25 in Führung zu kommen. Nach einer Auszeit, 30 Sekunden vor dem Ende, griffen die Gäste dann trotz Unterzahlspiel noch einmal tief in die Trickkiste. Mit einem spektakulären Spielzug, beendet durch den Kemper-Trick, erzielten sie den letzten Treffer zum Ausgleich. Die Potsdamer hatten 2 Sekunden vor Schluss sogar noch eine Chance, den Siegtreffer zu erzielen. Doch wieder war Jakob Lefan zur Stelle und rettete seinem Team einen Punkt im ersten Saisonspiel. Ein Unentschieden, das sich für die Potsdamer kurz nach dem Abpfiff wie eine Niederlage anfühlte. Es ist ausgeglichen. Wir führen mit einem Tor, dann nimmt Hildesheim die Auszeit. Spielen einen wahrscheinlich geübten Spielzug, der mit dem Kemper beendet wird, machen damit ein grandioses Tor. Das darf uns nicht passieren. Also das ist einfach eine Mannschaft wie Hildesheim so abgezockt, dass sie immer im Spiel zurückkommen. Und deswegen ist es dann am Ende auch so spannend geworden. Trotzdem, mit einem Punkt gegen die starken Hildesheimer können die Potsdamer insgesamt zufrieden sein. Wir haben letztes Jahr keinen Punkt gegen sie holen können und jetzt haben wir den einen Punkt. Erstes Saisonspiel, wir sind gut reingekommen, wir haben gut verteidigt. Trotzdem muss man sagen, dass wir eine super Leistung heute gebracht haben und am Strich ein Punkt für uns Gutes gegen Hildesheim. Das Spiel hat mehr hergegeben, aber das werden wir in den nächsten Wochen holen, dann holen wir uns diesen Punkt wieder. Die nächste Chance dazu haben sie am nächsten Samstag in Hamburg. Dort treffen sie auf die Aufsteiger der HG Hamburg Barmbek und können hoffentlich dort, wenn auch nicht vor heimischer Kulisse, den ersten Sieg der Saison feiern. Das erste Saisonspiel des ersten VfL Potsdam wurde Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse.